Ah, sind die schnell da vorne. Das war viel zu riskant. So, jetzt aber. Nein, nicht jetzt, Jeff. Nicht jetzt. Wir sind gerade mitten im Fight. Oh, der war wichtig, jetzt vorbeizugehen. Wir sind aber vorbei. Jawohl, wir sind durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und damit hallo zusammen zu einer weiteren Folge. Folge Nummer 3 aus der Ferrari-Karriere. Die ersten zwei Rennen waren ganz okay eigentlich. Imola waren Top-Rennen. Wir schauen ganz kurz auf die Rangliste drauf, denn wir sind aktuell auf Platz 6 der Fahrermeisterschaft Ferrari. Auf Platz 4, also ist ganz ordentlich für die ersten zwei Rennen. Aber bevor wir gleich ins Rennen gehen, es kommen noch mal ein paar Upgrades an. Da spulen wir direkt vor und hey, die Heckflügel neuen Teile kommen. Sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ach komm, wir investieren noch mal in die Aerodynamik, was soll's. Frontflügel ist immer wichtig, hat am wenigsten Fehlschlagquote, bringt uns auf jeden Fall einen ganzen Ticken weiter. Aber in diesem Sinne gehen wir einfach rein zum Rennwochenende in Portugal. Rein geht's. Da sind wir im Qualifying. Runde 3, Portimão. Mal schauen, wie es läuft. Beim dritten Anlauf. Sieht gut aus. Nein, nein. Immer dieser Curb. Immer. Wir machen uns auf den Weg für den letzten Versuch hier im Qualifying. Sainz direkt voraus. Aktuell auf Platz 5. Achte Platz, der reicht uns noch nicht. Wir gehen nochmal aufs Ganze. So, und jetzt mal eine Runde richtig Konzentration. Ohne zu viele Fehler, hoffentlich. Ja, nicht gut getroffen. Erst ein paar Kurven. Ja, der letzte Sektor ist ein bisschen das Problem. Aber schön. Schön raus, beschleunigt, jawohl. Wird hoffentlich ein Ticken besser. So, immer schön weg vom Curb. Ja, Runde Nummer 1 war schon nicht ganz schlecht. Wieder nicht optimal getroffen. Wenn man hier nicht optimal im Flow ist, ist Portugal echt nicht einfach. Komm, die wird noch mal ein Ticken besser. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ah, identische Zeit wie in Runde 1 fast. Keine Verbesserung. Keine Verbesserung mehr im Qualifying. Also so langsam glaube ich, dass wir den Platz 9 gebucht haben im Qualifying. Also Sainz wieder richtig stark. Aber irgendwie im Qualifying geht nicht mehr wie Platz 9. Wie auch in den ersten beiden Rennen schon. Ganz, ganz, ganz seltsam. Also Leute, wir haben einfach schon 50% Abnutzung hier nach dem Qualifying. Deswegen werden wir die Komponenten jetzt erstmal tauschen. Dafür gibt es keine Strafe. Wir haben ja noch genug Motorkomponenten. Das heißt, wir werden einmal komplett aufrüsten auf die Nummer 2. Und dann gehen wir rein. Wir sind beim dritten Rennen. Der Formel 1 ist diese Woche in Portugal angelangt. Und ich glaube, wir werden hier in Portimão einen großartigen Grand Prix erleben. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Sei gegrüßt, Stefan. Ich bin neugierig. Als jemand, der selbst Streckenerfahrung hat, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg Lewis Hamilton führt immer noch vor Perez. So, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. So Leute, da stehen wir. Wir schauen kurz auf die Strategie. Wir nehmen auf jeden Fall, denke ich, die 2-Stop mit den 2x Soft. Sprit machen wir 34,5, bisschen mehr. Dann schauen wir kurz noch die Autoeinstellungen an. Reifendrücke, Flügel, sieht folgendermaßen aus. So haben wir das Ganze eingestellt. Einmal kurz noch das Setup zeigen. Bremsen, jo. Und dann können wir reingehen. Let's go. Und rein geht's ins dritte Rennen. Von Platz 9 mal wieder. Ampeln sind an. Los geht's, rein geht's. Ganz, ganz mieser Start. Ganz schlecht weggekommen. Tsunoda hat dann ordentlich einen Start erwischt. Gehen wir auf die linke Seite rüber. Können wir uns vielleicht neben Gasly hin... Ah, das war jetzt blöd einsortiert. Hätten wir vielleicht nach rechts reinstechen müssen gegen Gasly, aber jetzt sortieren wir uns erstmal ein. Kein Startcrash verursachen. Sainz ist schon ordentlich vor. Wenn wir uns daneben kommen, da können wir innen reingehen. Ja, passt Gasly überhaupt nicht auf. Hat er richtig gepennt, der Junge. Hätte er easy einfach nach links rüberziehen können.
Und mal wieder sind wir hinter Ricardo. So, vorsichtig hier hoch. Nicht weg, Spinallern. Rein geht's. Die erste Runde überleben ist wichtig. Und dann können wir uns um die Strategie kümmern. Aber ich denke, zweimal stoppen und zweimal die Soft nehmen ist, denke ich, die Siegerstrategie. So, Sainz auf Platz 5. Der will wieder richtig abliefern. Bei diesem Rennen. Runde 1 auf jeden Fall überstanden. Neue Motorteile sind drin. Das heißt, wir haben auch ordentlich Zug auf dem Auto drauf. Den brauchen wir auch. Kommen kaum hinterher hinter den McLarens. Ganz, ganz schwer zu folgen. Auch durch die Kurven durch. Oh Gott. Letzte Rille gebremst. Kurz Hinterreifen blockiert. Und Gasly ist wieder da. Oh, sind die schnell da vorne. Wir gehen rein in Runde 4. Und wir sind immer noch hinter Ricardo. Aber es ist echt schwer dran zu bleiben. Die McLaren sind richtig schnell. Nicht mal mit der S kommen wir da ein Stückchen ran. Sainz haben wir auf jeden Fall noch im Visier. Der ist noch nicht so weit weg. Jetzt können wir gleich nochmal DRS öffnen. Schön hochkommen. Jawohl. Können wir innen reingehen dieses Mal. Lila Sektor 1. Bremse innen rein. Mit ganz viel Risiko. Oh Gott. Okay, good work. Great pass. Oh, das war wirklich letzte Rille. Also arg viel später wäre nicht gegangen. Oh, das war ja mal das Todeskommando hier. Okay, wir sind einen Platz weiter vor. Next one, Norris. Wir müssen mal wieder von hinten das Feld angreifen. Weil wie so oft das Qualifying einfach nicht gut genug ist. Keine Qualifying Pace. Sainz ist gut mit dabei mal wieder. Aber schlagen wir den Teamkollegen dieses Mal. Wie auch im letzten Rennen. Das ist die Frage. Norris können wir jetzt vielleicht auch angreifen. Nochmal Flügel auf. Ein bisschen mehr Speed mitnehmen. Wobei es wahrscheinlich noch nicht reichen wird auf der langen Startzielgeraden. Da haben wir die Batterie wieder ein bisschen zu leer gehauen. Das muss reichen. Komm, auch wenn die Batterie jetzt wirklich am Anschlag... Oh nein, es reicht nicht. Oh, es reicht nicht. Wir müssen noch mal ein bisschen gedulden. Vielleicht geht's hier vorbei. Komm, komm, komm. Jawohl. Oh, wieder richtige Divebomb gemacht. Aber keine Berührung, alles gut. Das war ein richtiger Verstappen-Move. Genauso wie gegen den anderen. McLaren. Genauso reingestochen. Und genauso hat es funktioniert. Eventuell könnte man Sainz mit einem Undercut auf Hard überraschen. Boah, wieder zu spät gebremst. Oh, Mick Schumacher ist raus. Mick Schumacher ausgeschieden, der erste Ausfall in diesem Rennen. Während wir hier hinter Sainz noch kleben. Und jetzt ist die Frage, kommt er erst dann demnächst rein? Die Reifen wären soweit, die Soft, dass man eigentlich an die Box sollte. Aber Sainz bleibt noch draußen. Aber dann könnte man ja bald schon überlegen, auf die Mediums zu gehen, wenn wir jetzt wirklich so lange draußen bleiben. Sind schon 10 Runden unterwegs. Einfach mit einem Einstopp auf die Medium. Aber was macht Sainz? Wäre das eine Option? Den Einstopp einfach zu versuchen, einfach zu riskieren? Wäre vielleicht gar nicht so doof, um auf die Medium zu gehen und dann zu schauen. Aktuell ist die Pace gut. Sainz wird jetzt vermutlich reinkommen. Wenn wir dann eine Runde später kommen. Ja, Sainz biegt ab. Wir müssen nochmal ordentlich draufdrücken jetzt. Oh, Norris auch drin. So Leute, also Sainz ist scheinbar auf die Mediums gegangen und deswegen machen wir das jetzt auch so. Wir kommen zwar eigentlich ein bisschen zu spät. Oh, wo müssen wir denn bremsen? Oh Gott, viel zu früh gebremst. Oh, richtig Zeit verloren. Ganz, ganz weit hinten ist da der Pit-Begrenzer. Viel zu früh gebremst. Aber jetzt gehen wir einfach mal auf die Medium und dann schauen wir mal, was mit denen geht. Wo ist Sainz? Sainz biegt ab. Oh Gott. Ah, miserabler Boxenstopp. Ganz, 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 ganz schlecht.
Da werden wir auf jeden Fall hinter Norris auch zurückfallen. Ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gasly geht auch noch durch. Das war doch eine Runde zu viel des Guten. Richtig viel Zeit verloren. Es sind wieder ein paar Kandidaten in der Box. Wir haben DRS. Gewinnen dadurch wieder ein paar Plätze. Ricardo ist direkt dahinter. Wir sind immerhin jetzt in den Punkten wieder drin. Nochmal geht es ein paar Positionen weiter vor. Und damit auf Platz 8. Batterie ist jetzt relativ voll wieder. Das heißt, jetzt können wir eigentlich die Attacke gegen Gasly gehen. Auch wenn Gasly eigentlich auf den besseren Reifen ist. Hier kommen wir bestimmt ein bisschen besser hoch. Gasly, keinen offenen Flügel. Und da werden wir es nochmal versuchen reinzustechen. Richtige Dive-Bomb. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war viel zu riskant. Kein Crash. Sehr gut. Das war auch viel zu spät gebremst. Es war sehr übermütig reingestochen. Aber keine Zeit verloren dadurch. Alles gut. Jawohl, Gasly hat ein Problem hier beim Ausgang der Kurve. Die kriegen wir auf jeden Fall besser. Aber Gasly wird immer noch auf den Startreifen sein. Bleibt aber draußen. So, jetzt aber. Der ist offen. Aber es reicht nicht für den Ferrari, um vorbeizugehen. Jetzt vielleicht in der nächsten rechts. Bisschen besser raus beschleunigen. Yes. Oh, Seite an Seite hier hoch. Aber es hat geklappt. Gasly mit dem DRS. Jetzt müssen wir auf der rechten Seite bleiben. Ah, das kostet viel Zeit, mein Lieber. Oh, oh, oh. Nein, nicht jetzt, Jeff. Nicht jetzt. Wir sind gerade mitten im Fight. Oh, der war wichtig, jetzt vorbeizugehen. Wir sind aber vorbei. Jawohl, wir sind durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber dadurch richtig viel Zeit verloren auf die Jungs vorne. No. Ah, okay. Alles klar. Doch kein Problem, sagt Jeff. Er hatte kurz ein Problem mit dem RS-System, aber jetzt ist alles wieder behoben. Ganz plötzlich. Und wir können weiterfahren. Aber gutes Duell mit Gasly. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die 3 Sekunden wieder reinkriegen. Ey, es ist echt bitter gelaufen jetzt. Ja, Ricardo geht vorbei. Oder? Und Hamilton raus. Hamilton ist weg. Nochmal ein Platz, da steht er. Krass. Okay, ein Platz wieder gewonnen dadurch. Ah, Ricardo ist in der Box. Ricardo ist zum Boxenstopp auf jeden Fall gekommen. Das heißt, dass Norris vermutlich auch nochmal geht. Und Sainz wird auch nochmal reingehen. Ich schätze, dass wir einfach jetzt mit den Reifen versuchen durchzufahren. Wenn denn Sainz nochmal reingeht. Also aktuell ist nicht möglich, hier mitzuhalten. Mit den Führenden, beziehungsweise mit den ersten 5. Gar keine Chance. 5,4 Sekunden schon. Und Gasly ist immer noch hinten dran mit den Softreifen. Den müssen wir jetzt irgendwie auf Abstand halten. Und jetzt einfach bis zum Ende durchheizen und gucken, ob Sainz und Norris nochmal reinkommen. Oh! Norris geht an die Box. Norris geht jetzt zum Boxenstopp. Ah, der wird sich jetzt wahrscheinlich rote Reifen holen. Ja, Jeff will eigentlich auch nochmal, dass wir reinkommen nochmal. Aber jetzt ist halt die Frage, ja, ob wir es halt durchhalten mit Minus bis zum Ende. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich wird Norris da ohne Probleme wieder vorbeiziehen. Aber ich schätze mal, dass Sainz jetzt in der nächsten Runde dann auch reinkommen wird. Das Ding ist halt, wir verlieren das auf jeden Fall, wenn wir jetzt nochmal reingehen auf Soft. Dann werden wir auf jeden Fall gegen Sainz verlieren. Dann werden wir auch gegen Norris verlieren. Also eigentlich müssen wir es irgendwie durchheizen. Also Risiko gehen und die Reifen einfach bis zum
bitteren Ende fahren. Perez zum Beispiel ist auf die Hardreifen gegangen und das auf Position 3 liegend. Also der hat definitiv nur einen Stop gemacht. Der wird es einfach durchheizen. Und jetzt wird es gleich spannend. Kommt Sainz rein, er biegt ab in die letzte Kurve. Undercut ist natürlich nicht mehr möglich bei 5 Sekunden. Aber da biegt er ab, ja. Sainz in der Boxen. Jetzt ist aber ordentlich heizen. Ordentlich Gas geben jetzt die nächsten Runden. Dann sind wir auf Platz 4. So Leute, wir sind in der letzten Runde dieses Rennens. Und 8 Sekunden trotzdem vor Norris und Sainz geblieben, die jetzt auf den frischen Medium-Reifen sind. Es war eigentlich jetzt ein Fehler, dass die zwei nicht auf die Soft-Reifen gegangen sind. Die wären sonst viel, viel schneller rangekommen. Aber keine Chance, hier Bottas anzugreifen. Ja. Bottas auf Position 3. Und wir haben ein ganz großes Problem jetzt, Leute. Wir haben jetzt keinen Sprit mehr. Wir haben keinen Sprit mehr. Es war doch ein bisschen eng kalkuliert. Während Max Verstappen dieses Rennen gewinnt. Vor Perez, vor Bottas. Und wir haben keinen Sprit. Wir haben keinen Sprit. Ganz, ganz knapp verkalkuliert. Aber reicht das noch? Das reicht trotzdem noch, oder? Das müsste trotzdem noch reichen. Über die Ziellinie. Easy. Norris 6,7 Sekunden weg. So richtig langsam waren die zwei dann am Ende. Und es reicht für P4 mit einem Stop. 60% auf den Medium-Reifen, aber easy. Easy Platz 4 eingefahren. Nice. Und Fahrer des Tages auch noch dazu. Und wieder Red Bull. Es klingt vielleicht Red Bull 1 und 2 aber ich legen denke, richtig los, die Jungs. Schade um Hamilton. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich Hamilton raus. Aber ohne ein solides Team dadurch Platz 4. Nichts. Also Leute, wieder einen ordentlichen vierten Platz hier abgeliefert. Am Ende gab es dann doch nicht mehr so viel Action, dadurch, dass wir einen Einstopp gemacht haben. Aber das war es auf jeden Fall wert, vor Lando Norris und dem eigenen Teamkollegen mal wieder zu landen. Carlos Sainz wieder besiegt. In diesem Rennen. So sieht's aus. Jo, wenn es euch gefallen hat, haut gerne einen Daumen nach oben raus für das Video oder ein Abo auf dem Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao, bis dann.